Sarah Schmitz, neue Kapitänin der Maddox Mannheim. Wie fällt dein Fazit der beiden Testspiele gegen den EV Bomo Thun aus der Schweiz aus? Es waren spannende Testspiele und dementsprechend war es eine super Vorbereitung für die Saison. Klingt doch schon mal sehr gut. Und heute oder gestern ja auch standen ja beide Torfrauen oft im Fokus und haben einen super Job gemacht und viele gute Chancen vereitelt. Bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass alles prima war für die Offensive und eigentlich nur in der Defensive noch unheimlich viel zu tun ist? Oder wie würdest du das einschätzen? Wir haben eine kleine Schwäche, das Zusammenspiel zwischen der Offensive und der Defensive. Gerade die neutrale Zone haben wir auch heute sehr oft freigegeben. Und daran müssen wir jetzt arbeiten, dass es dann in der Bundesliga klappt. Und ihr wart ja auch zweimal in der Schweiz zur Vorbereitung, einmal gegen den SC Rheinach und bei der Zürich Trophy. Wie schätzt du das Niveau des Schweizer Frauen-Eishockeys jetzt so ein nach diesen drei Gegnern, die ihr kennengelernt habt? Es war auf jeden Fall spannend, mal gegen Schweizer Teams zu spielen und zwar auch gegen unterschiedliche. Und es waren immer knappe Spiele und ich kann mir vorstellen, dass in der nächsten Vorbereitung für die nächste Saison auch wieder die Schweizer unsere Gegner sein werden. Also es hat uns viel Spaß gemacht und es werden hoffentlich weitere Freundschaftsspiele zwischen Schweiz und Deutschland stattfinden. Und es war ja auch mal für beide Teams sicherlich eine Abwechslung, dass man mal gegen andere Gegner spielt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist das Spannende. Nicht mal gegen die deutsche Mannschaft fünfmal gegeneinander zu spielen, sondern einfach mal auch zu wissen, wie sie die Mannschaften um Deutschland herum aufgestellt. Okay, und ihr habt ja in eurem Team jetzt einige Veränderungen zur neuen Saison, sprich die Karten werden neu gemischt. Was würdest du denn sagen, ist vielleicht anders im Vergleich zur letzten Saison, wenn man das jetzt überhaupt schon sagen kann? Ja, also natürlich ist jede Saison immer anders. Das Team ist anders zusammengestellt. Dementsprechend ist es auch wichtig, dass wir Vorbereitungsspiele haben, um uns alle ein bisschen besser kennenzulernen. Auf der einen Seite haben wir neue Imports, auf der anderen Seite sind wir gut bestückt in der Torwartposition, haben immer ja, ein großes, also viele, die im Training sind, mit vier Goalies. Das macht echt Spaß und wir sind gut aufgestellt. Da freue ich mich auf die Saison. Ja, super. Das klingt doch sehr vielversprechend. Dann alles Gute für die Saison und herzlichen Dank fürs Interview. Gerne.